Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir einen Langzeittest vorstellen bzw. einen ungefähr 10-Tage-Test von der Peach Perfect Reihe von Pomelo und Co. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen durch diese kleine, aber feine Reise zu gehen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich arbeite ja schon seit November ist das ungefähr mit Pomelo und Co. zusammen und durfte dort schon die Cosmic Shine Reihe testen, also die lila Reihe, die mir sehr gut gefallen hat. Und jetzt habe ich einfach so in Bezug auf, es wird Sommer, Bock, meine Haare noch mehr zum Strahlen, zum Glänzen zu bringen. Und ja, aus diesem Grund hat Pomelo & Co. mir die Produkte einmal zukommen lassen. Und ich wollte jetzt einfach mal mit euch in diesem Video von heute, das ist jetzt der 16. März, entweder 7 oder 10 Tage, muss ich gucken, wie schnell ich so bin und wie ich das so schaffe, einfach mal die ganzen Teste auf die ganzen Produkte auf Herz und Nieren testen. Ich mag Pomelo und Co. sehr, sehr gerne und wenn ich die nicht so gerne mögen würde, würde ich euch dann nicht ständig einen von vor labern. Ist wie es ist. Wisst ihr auch, ich mache sonst keine Kooperation mit Haarpflegemarken, einfach weil ich da super... meine Haare sind halt so mein, ne, ich will nicht, dass da irgendwer irgendwas macht. Ich habe immer ein bisschen Bedenken, sage ich jetzt einfach mal so. Deswegen gehe ich ungern eigentlich Kooperationen in der Hinsicht ein. So, und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich dann die Produkte von Pomelo und Co. Ende letzten Jahres beginnen durfte zu testen. Und dass ich dann da auch gemerkt habe, wie gut mir die Produkte tun. Ich, also mein Haar, ne? Ich habe auch einen Code, das ist Claudis Welt. Damit spart ihr nochmal eine ganze Ecke auf die Produkte, die ihr dort im Onlineshop finden könnt. Und ich kann euch immer empfehlen, euch da einfach ein Set zusammenzustellen. Entweder wirklich schon die vorgefertigten Sets zu nehmen, wie jetzt hier das Peach Perfect Set, was ich euch jetzt am Anfang auch etwas vorstellen werde. Oder halt euch selber ein Set zusammenzustellen. Und ja, ich würde jetzt einfach mal beginnen mit dem Vorher. Ja, so sehen meine Haare aus, ne? Also das sind halt lange, glatte Haare, die jetzt über einen Tag in einem Zopf drin waren. Sie sind relativ lang. Ich wasche meine Haare jeden Abend, ne? Das ist halt einfach so mein Ding, weil ich es einfach nicht anders mag. Und um ehrlich zu sein, ich renoviere gerade oben. Und heute war ich jetzt mal nicht am Streichen, aber ansonsten habe ich sie halt auch echt dreckig mittlerweile. Genau, so, ja, also sie haben schon einen schönen Glanz. Sie sehen auch gesund aus, ne? Kann man nicht anders sagen. Und ich mache sie mal nach hinten, dann seht ihr auch die ganze Pracht einmal, glaube ich. Also, ne? Das sind meine Haare. Ich hoffe, man sieht's. Ansonsten blende ich nochmal ein Bild ein, muss ich nachher nochmal gucken. Aber ja, ne, es sind halt Haare. Ich habe trockene Haare, trockene Kopfhaut, ja. Und Frizz nennt man das ja, glaube ich, ne? Wenn die Haare so manchmal abstehen wie ein... Keine Ahnung, wie, als hätte ich in eine Steckdose gepackt. So, habe ich aber nicht. Doch, habe ich letztens tatsächlich, als ich vergessen habe, den Strom oben auszustellen, als ich tapeziert habe, war total dämlich. Mhm. Das hat gezwirbelt und danach habe ich mir echt einen derben Anschiss von meinem Freund abgeholt. Aber das hat nichts an meiner Haarstruktur verändert, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich sehr dünne Haare, lange Haare und ich habe meine Haare noch nie gefärbt, Haare. Also sie sind halt, wie sie sind. Sie sind blond, sie sind liebebedürftig. Und ab heute Abend, also ich werde gleich duschen gehen, ne, deswegen wollte ich eben den Anfang des Videos drehen, werde ich die Peach Perfect Reihe von Pomelo und Co. verwenden. Ich habe auch, wie gesagt, die Cosmic Shine Reihe schon verwendet. Da mache ich euch am Ende im Fazit, glaube ich, mal so einen kleinen Vergleich, sage ich mal. Ne? So, ich werde starten mit dem Peach Perfect Shampoo. Das ist mit Kokosnuss. Ich hoffe, dass ich trotzdem den Duft mag, aber ich gehe einfach mal davon aus, weil ich hatte schon ein anderes Produkt aus der Reihe. Da kommen wir gleich nochmal zu. Da gefällt mir der Duft ehrlich gesagt richtig gut. 250 ml sind hier drin und das Ganze soll halt Strahlkraft in die Haare geben. Und halt schön machen, ne? Ich weiß gar nicht, was sagt denn hier? Die fein abgestimmte Kombination aus Kokosnuss und veganem Protein reinigt dein Haar sanft und versorgt es mit Nährstoffen, ohne dem Haar wichtige natürliche Öle zu entziehen. Es von der Wurzel bis in die Spitzen, es zieht. Nein, doch. Hä? Oh, warte. Verteile das Shampoo. Achso, hier steht einfach nur, wie man das auftragen soll. Ich weiß, wie man Shampoo aufträgt. Ich mache mir Shampoo nur von hier oben bis hier quasi rein, ne? Also das ist so, wo ich mein Shampoo immer einmassiere. Ich gebe das nicht bis in die Spitzen und dann, ja, massiere ich das ein, wasche das aus. Dann kommt in die Spitzen und Längen der Conditioner nämlich rein und den lasse ich meistens auch so ein paar Minuten einwirken, während ich meinen Körper zum Beispiel wasche. Da habe ich ja auch den Peach Paradise Nourishing Conditioner
mit Kokosnuss und Birkenblatt. Ja, ich hoffe, dass der auch wirklich nähren wird. Hier steht auch sogar, dass man das 2 bis 5 Minuten einwirken lassen soll. Ne? Macht das einfach auch, dass ihr dann in der Zeit euren Körper einfach abwascht. Dann funktioniert das auch. Und das soll halt seidig und nährend sein. Und meine Haare brauchen das auch. Es ist jetzt gerade eine ganz, ganz trockene Luftfeuchtigkeit bei uns. Und ja, ne? Deswegen brauchen meine Haare ganz besonders viel Liebe. Dann habe ich hier etwas, was ich dienstags und freitags verwenden werde. Heute ist Mittwoch, das heißt, übermorgen kann ich das verwenden. Das ist die Peach Colada Moisturizing Hair Mask mit Mango und Shea Butter. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. 100 Milliliter. Da hatte ich ja, wie gesagt, schon die lilafarbene Variante in Anwendung. Und ja, ne, das soll dann nochmal extra nährend sein. Ich habe die bei uns im Badezimmer stehen und dann habe ich eigentlich, wenn ich das rausdrücke und verwende, schon eine feste Konsistenz. Es wird aber empfohlen, das einfach vorher für 10 Minuten in den Kühlschrank zu packen, dann hast du es halt noch ein bisschen fester, weil ansonsten ist es halt flüssig, weil du hast hier super viele sehr natürliche, vegane Öle drin. Übrigens sind alle Produkte von Pomelo und Co. tierversuchsfrei, ist klar, ne? Und dann mache ich mir das einfach ins trockene Haar rein, schon irgendwie so um 5 Uhr nachmittags oder so. Reicht eigentlich, wenn du es nur 30 Minuten einwirken lässt, aber ne, dann mache ich mir das dann schon rein, mache mir dann hier oben Bommel oder mache mir eine Klammer ins Haar. Je länger, desto besser. Dann wird das nämlich richtig schön von den Haaren eingesogen. Jedenfalls empfinde ich das wirklich so. Und dann nachher unter der Dusche einfach auswaschen, ne, mit dem Shampoo auswaschen. Fertig ist die Laube. Und auch das gebe ich mir wirklich nur ab Ohrläppchen in die Längen und Spitzen rein. Und ja, da bin ich gespannt, wie das so meine Haare zum Strahlen bringt. Etwas, was jetzt so ein bisschen out of my comfort zone sein wird, ist, normalerweise verwende ich immer so einen Sprühconditioner, der meine Haare auch entwirrt, ne? Den immer so vom, also nachdem ich meine Haare gekämmt, nee, bevor ich meine Haare kämme, so, um besser durchkämmen zu können, mache ich mir eigentlich so einen Sprühconditioner rein. Gibt es aber in dieser Reihe nicht, deswegen habe ich hier so ein Cremeprodukt. Da bin ich ja echt gespannt drauf, wie ich damit klarkomme. Peach Detangler Smoothing Cream mit Prime Rose, also Pfingstrose lieben wir. Und Provitamin B5, 125 Milliliter sind hier drin und das ist halt wirklich nochmal zur Entwirrung der Haare. Ich habe sowas noch nie wirklich verwendet, jedenfalls nicht in der Art und Weise, ne? Mit Pfirsich, Aprikose und unserer speziellen Ölmischung. Ja, das ist geheim, Leute. Entwirrt Knoten im Haar und verleiht ein glattes und weiches Haargefühl. Also ich würde es wirklich tatsächlich dann wieder hier ab Ohrläppchen, ne, rein und dann wirklich nur ganz, ganz wenig. Hier steht Haselnussgröße, würde ich wahrscheinlich sogar noch weniger machen. Ne? Also wobei Haselnuss ist keine Walnuss. Ich habe gerade an Walnuss gedacht, Quatsch. Haselnuss kommt hin und ja, ihr werdet das sehen. Also die Produkte sind generell sehr, sehr ergiebig. Die Shampoo und Conditioner werden mir jeweils ungefähr 2 Monate halten, weiß ich aus Erfahrung. Und bei der Maske, da habe ich die lilafarbene ja noch in Anwendung, die habe ich immer noch nicht aufgebraucht. Also die Produkte sind sehr, sehr, sehr ergiebig. Da brauchst du nicht viel von und du kommst da lange mit hin. Und ich finde, dann lohnt sich das halt auch schon wieder, ne? Weil der Preis ist jetzt kein Drogeriepreis. Und dafür haben wir halt auch ein bisschen hochwertigere Inhaltsstoffe drin. Das ist nämlich das Produkt, was ich jetzt aktuell schon in Anwendung habe und schon öfters verwendet habe. Das habt ihr öfters auch schon in Videos gesehen, ne? Da hatte ich einmal so einen Videodrehtag, wo ich mir das auch schön reingemacht habe, wo ich halt irgendwie vorher tapeziert habe und so dermaßen viel Kleister und Kram in meinen Haaren drin hatte, dass die so trocken waren, als ich die ausgewaschen habe, dass das hier echt meine Hilfe war. Also das kann ich jetzt schon empfehlen. Split End Seal, also quasi Spliss an den Enden, wird versiegelt mit Rizinusöl und Squalan. 30 Milliliter sind hier drin. Und wie gesagt, das habe ich schon in Anwendung. Das heißt, dieses Produkt werde ich dann wahrscheinlich mal in eine Verlosung geben können oder so. Weil wie gesagt, die Produkte sind sau ergiebig und ihr braucht da echt nicht viel von. Hier brauchst du auch nur so 1, 2, 3 Tropfen, je nachdem, ne? Und hier hat mich nämlich überrascht, wie gut das riecht, weil eigentlich bin ich kein Pfirsich-Fan. Bin eher so der süße Mensch, ne? Ja, so. Mein Test startet jetzt und dann sehen wir uns wieder. So, heute ist der 28. März. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Tage es insgesamt waren, wo ich dann ja quasi den Test gemacht habe. Ich glaube, es waren dann aber auch so 10 Tage oder so, ne? Und da habe ich halt ausschließlich diese Peach Perfect Reihe oder die Peach Reihe verwendet. Und ich gehe jetzt auch mal nach und nach auf die einzelnen Produkte ein. Da habe ich zuallererst hier den Shampoo, das Shampoo, das ist mir einmal runtergefallen.
Aber alles gut soweit. Hat mir sehr gut gefallen, hat schön aufgeschäumt. Ich habe da auch nur super wenig von gebraucht. Also das war echt klasse. Mir hat der Duft auch ehrlich gesagt sogar gefallen. Also da war ich sehr erstaunt drüber und das mochte ich gerne leiden. Genauso auch den Conditioner, den habe ich mir dann ja in die Längen aufgegeben, nachdem ich meine Haare shampooniert habe. Der hat auch wirklich meine Haare sehr leicht kämmbar gemacht, sodass ich theoretisch nach dem Haare waschen nicht unbedingt immer den Detangler gebraucht hätte, die Smoothing Cream, ne? Hätte ich nicht immer gebraucht. Also ich habe sie ab und an auch tatsächlich mal weggelassen, weil ich sie ein bisschen zu heftig fand. Also ich habe mir super wenig davon auch nur in die nassen Längen reingegeben, um sie dann durchzukämmen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich dann halt echt Produkt in den Haaren drin habe. Das habe ich sonst bei Leave-In Geschichten so nicht. Das habe ich auch bei der Cosmic-Reihe zum Beispiel nicht, bei dem Leave-In-Conditioner. Bei dem hier hatte ich irgendwie schon so dieses leise Gefühl, dass es so ein bisschen drin geblieben ist. Naja, dann habe ich natürlich dienstags und freitags die Peach Colada Moisturizing Hair Mask verwendet. Die hat die Haare wirklich schön gepflegt. Ich muss aber sagen, dass ich hier tatsächlich den Duft nicht ganz so gerne mochte, wie jetzt bei Shampoo und Conditioner. Ne? Das war irgendwie eine ganz leicht andere Geschichte. Ich weiß nicht, ob da die Shea Butter noch ein bisschen was mit dran zu tun hatte, aber das hat mir vom Duft nicht ganz so gut gefallen. Von der Pflegewirkung her beschwere ich mich überhaupt nicht, hat richtig gut funktioniert. Dieses Produkt habe ich ja schon im Vorfeld verwendet, das mag ich super gerne, wenn ich extrem geschädigte Haare habe, wenn die sonnengeschädigt sind, wenn ich da mal wieder in Kleister einmal falle oder sonst irgendwas. Das hilft mir schon, ne? Und jetzt können wir uns auch mal angucken, wie dann tatsächlich einmal das Nachher-Ergebnis ist. Wir sehen hier schon einen derben Glanz drin. Also ich finde schon, dass die Produkte in meine Haare auch Glanz gebracht haben. Ich werde jetzt auch nochmal meinen Move machen, dass ich euch das von hinten einmal so zeige, wie das jetzt so gerade aussieht, ne? Genau, also jetzt so auf dem Stuhl sieht das dann so aus. Also ich würde schon sagen, dass das ordentlich gepflegt aussieht. Ne? Kann man nicht anders sagen. Es gefällt mir halt auch. Ich persönlich merke halt einfach, dass mir die Cosmic-Reihe etwas mehr Volumen irgendwie gibt. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber die hat die Lila-Reihe, ne, hat meine Haare halt etwas mehr puffiger gemacht. Und das hier macht die Haare eher glatter und glänzender. Da ist schon ein Unterschied, ne? Also Cosmic-Reihe macht meine Haare puffig und fluffig, also auch weich. Und die Peach-Reihe macht meine Haare glatt und glänzend. Da muss man halt einfach gucken, worauf man einfach mehr Bock hat in dem Moment. Ich persönlich würde tatsächlich eher zu der Cosmic-Reihe wieder tendieren, obwohl die ja eigentlich gar nicht für mich gemacht ist, weil ich ja keine kolorierten Haare habe. Egal. Da ist ja jeder Jack so, wie er möchte. Und da kann man sich ja auch die Produkte kaufen, die man will, ne? Und ja, kann ich euch auch nach wie vor empfehlen, da einfach bei Pummelo und Kummer vorbeizuschauen. Da könnt ihr nämlich mit meinem Code ClaudiesWelt die Produkte ab jeweils 9,99 € oder so bekommen. Also das ist schon eine ganz coole Geschichte. Der Code ist auch nicht affiliated oder so, der ist halt wirklich nur für euch. Und ja, also mir hat die Testreihe jetzt Spaß gemacht. Ich werde die Produkte auch aufbrauchen. Dann werdet ihr die Produkte auch im Aufgebraucht-Video mal wiederfinden. Das wird aber eine ganze Weile brauchen, weil erfahrungsgemäß halten euch die Sachen echt ewig und 3 Tage. Das ist echt hardcore und da lohnt es sich schon, auch vielleicht dann einfach bei der Erstanschaffung etwas tiefer in die Tasche zu greifen, weil man einfach langfristig gesehen aufs Gleiche hinauskommt und schon eine gute Pflege für die Haare bekommt. Das kann ich nicht anders sagen, ne? Ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Pomelo und Co. Peach Testreihen Video. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal von Pomelo und Co. Produkte ausprobiert habt, welche Reihe das war und wie die euch so gefallen hat. Also was ihr quasi der Community empfehlen könnt. Das finde ich auch mal ganz interessant, weil ich habe diesen einen Kopf, diese einen Haare und dann ist es immer cooler, wenn man halt so ein Schwarmwissen hat und das dann in den Kommentaren so ein bisschen austauschen kann, wisst ihr? Das finde ich schon geil. Denkt auf jeden Fall auch dran, Mr. Wow hat sein Buch rausgebracht. Also für mich ist ja heute der 28. Das heißt, gestern hat er es rausgebracht, ne? Sammy endlich ankommen, habe ich geschrieben. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Ihr Lieben, wenn dir mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Claudi testet alles Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ciao!